Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Ich bin heute mal in einer kleinen anderen Ecke in meinem Zimmer und ich gucke mal, ob das so vielleicht besser ist. Auf jeden Fall, Leute, das hier ist eines der Sets aus dem letzten Haul. Das ist die 76185 Spider-Man at the Sanctum Workshop. Genau, Leute, das ist das Set. Ich zeige es nochmal ein bisschen mit dem Karton. So, genau, das ist der Karton. Ich werde mal ganz kurz einfach wieder die üblichen Grundinfos nennen, ja. Genau, also das Set wurde zu einer UVP von 39,99 € damals eingeführt. Also damals ist letztes Jahr, ich meine im Oktober kam die No Way Home Reihe, ich glaube letztes Jahr im Oktober war das. Und tatsächlich werden sie wohl auch dieses Jahr wieder verschwinden. Heißt ein Jahr, vielleicht ein paar Monate mehr, war das Set dann ja, auf dem Markt, das ist recht wenig tatsächlich. Mittlerweile kriegt ihr es allerdings noch für einen sehr guten Preis von 30 Euro. Genau, der Teilepreis mit der UVP ist nämlich 11 Cent circa pro Teil. Das ist ziemlich teuer. Und wenn es um die Gramm geht, dann sind, ums Gramm geht, dann sind es sogar fast 13 Cent pro Gramm. Das ist, ja, genau, wie schon gesagt, recht teuer. Auf jeden Fall, eine Sache muss man dem Set halt lassen. Wenn man jetzt den aktuellen Preis nimmt, für den man es kriegt, das ist ungefähr 30 Euro, sage ich mal, dann hat es einen ganzen Teilepreis von 8,6 Cent pro Teil und bei Gramm sind wir dann bei knapp 10 Cent. Das ist schon mal wesentlich besser. Ich sag mal, für die 30 Euro lohnt sich das Set, alleine schon wegen den wirklich grandiosen Figuren. Ihr seht schon hier, der Snowtrooper ist einmal mit. Na, okay, Spaß. Der ist nicht mit dabei, der ist ja natürlich wieder nur ein bisschen am gucken, was ich hier so treibe. Genau, fangen wir mal an mit einer der echt coolsten Figuren. Spider-Man. Spider-Man, ne? Wer kennt's nicht? Wer hat nicht No Way Home gesehen? Wer hat nicht die anderen Spider-Man-Filme gesehen? Ich habe sie tatsächlich alle hier, inklusive No Way Home, auf DVD. No Flex an der Stelle. Genau, einmal hier die riesigen Spinnendinger, die man in der Anleitung mit aufbaut für ihn. Die mache ich ihm erstmal ab hier. Das ist die Figur. Beinprint, Bauchprint, Spider-Man, Gesicht natürlich. Keinen Kopf noch irgendwie mit dabei für Peter Parker. Finde ich aber jetzt nicht mega schlimm. Genau, hier natürlich dann noch, ne, mit dem Rückenprint. Und auch hier diese Netze angelehnt sozusagen von seiner Verkleidung. Genau, das ist Spider-Man. Dann machen wir weiter mit, ja, ich würde mal sagen, mit Doctor Strange. Doctor Strange ist ja gerade der Film rausgekommen. Ist tatsächlich exakt derselbe wie aus dem Gargantos-Set. Nur, dass er hier keine Zaubersachen noch irgendwie mit dabei hat. Also nicht diese runden Kreise, die er sonst hier immer vorne hat, die er dann da so trägt. Die sind nicht mit dabei. Aber das Cape ist schon dasselbe. Das ist dieses, ja, was, ich sag mal, ist so ein bisschen Hartplastik, was du aber halt einfach abnehmen kannst. Hier, zack. Ne? Und das Cape ist ab. Das ist echt ganz cool. Beinprint. Bauchprint natürlich, Rückenprint, doppeltes Gesicht hier. Nochmal der böse Doctor Strange sozusagen. Genau, coole Figur. Der Mantel gefällt mir auch richtig gut. Ja, würde ich mal sagen, gut gemacht, Lego. Vielleicht noch, ne, Armprints, aber gut. Kann man halt nichts dran ändern irgendwie, habe ich das Gefühl. Das ist Wong dann natürlich noch einmal. Wong ist auch mit dabei. Übrigens, ich habe mich nochmal, ich muss mich korrigieren aus dem letzten Video. Da habe ich gesagt, dass das lila, ja, ich mich verhakt hier, dass das lila, ja, nicht hakt, lila ist echt schwierig auszusprechen, keine Ahnung warum. Genau, hier hat er noch die Winterjacke damit an, ist ja aus No Way Home. Das lila passt allerdings. Das, war mir nur irgendwie nicht klar. Ich habe immer irgendwie gedacht, das ist rot. Keine Ahnung, habe ich anscheinend zu wenig drauf geachtet. Hat er ein doppeltes Gesicht? Nein, hat er nicht. Aber ein cooles Haarteil dafür. Ja, das ist Wong. Passt auf jeden Fall, gute Figur. Und jetzt kommen wir zu MJ. MJ, aka von Zendaya gespielt. Ich glaube, alle lieben Zendaya, habe ich so das Gefühl. Leider, leider, leider hat Lego aber nicht mal Beinprint der Figur hier gegeben. Ja? Und auch die Jacke oder der Torso-Print ist jetzt nichts Besonderes. Also, weiß ich nicht. Das geht besser. Wenigstens hat sie ein doppelseitiges Gesicht und ein ziemlich cooles Haarteil. Ihr seht, das ist riesig. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Aber ich sag mal,
filmtechnisch passt das auch nicht. Also wer No Way Home gesehen hat, das, ja, weiß ich nicht, passt nicht so ganz gut. Genau, packen wir die mal einmal ein bisschen zur Seite und zeigen mal das Viech hier. Ich kann euch nicht sagen, was es ist, weil auch hier kam es nicht im Film vor und auch nicht in Doctor Strange. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Ja, das ist halt einfach so ein skorpionartiges Teil. Ist ganz nett gemacht. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen im Film. Nicht in Spider-Man und nicht in Doctor Strange. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch vor. Hat bestimmt eine Comic-Vorgeschichte. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall da. Habe ich es gebraucht? Nein. Aber es ist nett. Kommen wir mal zum Bild. Der ist eigentlich ganz cool und auch recht stabil, muss ich wirklich sagen. Hier haben wir auf jeden Fall ein kleines Regal stehen hinten. Da stehen noch echt einige Sachen drin. Ich mach das mal, zoom mal ein bisschen ran. Da steht auch hinten ein Werkzeugkasten drin, unter anderem. Hier haben wir dann noch einmal so ein Teil, das legt man hier einfach rein. Das soll einfach zeigen, dass da irgendwas in der Kiste drin ist. Ja, das erfüllt seinen Zweck, sagen wir es mal so. Hier ist noch irgendwie ein Computer, Musikbox, ein Keks und eine Tasse. Hat vielleicht Dr. Strange abgelegt, ne? Hat er ja da im Film tatsächlich. Oha, was zum Film, ja. Hier noch eine kleine Werke, ja, Ecke, sage ich mal, mit Fahrrad, ganz viel Werkzeug, Bohrmaschine liegt da. Ein unheimlich cooles Prismarinteil. Also sieht wirklich nice aus. Gibt es auch ein Ersatzteil von, bin ich echt sehr glücklich mit. Dann hier noch ein Kerzenständer, den kann man auch einfach abnehmen und dem irgendwem in die Hand geben. Ein Controller liegt hier auf der Couch rum. Das hier sind leider, leider, leider alles, oh Gott, alles Sticker, so viel zur Stabilität. Gut, wenn man es an einer Seite festhält, dann ist es vielleicht nicht so ganz stabil. Aber ich sage mal, an sich ist es das eigentlich schon. Wenn man es richtig festhält, nicht so wie ich gerade, dann passt das. Genau, ich zeige es nochmal von hinten einmal. Hier haben wir nämlich auch noch eine kleine Ecke mit einer Trophäe drin und hier oben so ein Juwel. Eine Spinne, wer hätte es gedacht bei einem Spider-Man-Set. Ein Skorpion ist hier noch mit dabei. Hier sieht man nochmal das Regal von hinten, sieht man vielleicht mal ein bisschen mehr drin. Genau. Ein Ei liegt da auch oben drauf, warum auch immer. Also ich sag mal so, Dr. Strange ist anscheinend nicht so der ordentlichste Typ. Ja, aber ne, warum auch sollte er denn, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Anleitung ist tatsächlich recht dick. Also man baut auch ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe, eine halbe Stunde vielleicht. Hat man da schon am Bauen und es bockt auch, das zu bauen. Ich habe tatsächlich die Sticker auch nicht verhauen, also ich muss mich nicht irgendwie ärgern oder so. Hier, oh Gott, hier haben wir sogar die MJ. Genau, ihr baut halt erst das Vieh hier in der ersten Tüte. Dann geht es in der zweiten Tüte, na, haben wir hier auch gleich. Da fangt ihr nun mal an mit dem, ja, mit dem Gebäude und das schließt ihr dann in der dritten Tüte halt einfach ab. Ne? Also, ich weiß nicht, warum war das jetzt hier? Sind bestimmt schon dran vorbei, dass die Teile, das ist hier nochmal, es ist recht viel. Ja, genau. Das mal zum Set. Ziemlich coole Ersatzteile hatte ich ja schon mal kurz angesprochen. Unter anderem hier auch so eine Oscar-Statue mäßig, so Oscar-Lego-Statue. Hier unten noch ein Diamant. Und hier dieses Prismarinteil, das erkennt man auch, glaube ich, ganz gut. Ja, genau, sonst noch so ein paar andere Teilchen. Genau, hier einmal noch die Spider-Man-Accessoires. Jetzt ist hier eins sogar runtergefallen. Eins hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Das sind einmal diese beiden Dinger, die kann man ihm einfach in die Hand geben. Symbolisieren halt, dass er gerade Netze rausschießt. Dann hier einmal, ja, so eine Art Fangnetz vielleicht oder so. Die kleineren Netzshooter. Und ja, ich glaube, das ist sowas, so eine Art Spinnenhandschellen-mäßig irgendwie, dass er seine, ja, Gegner damit so einspinnt, sage ich mal. War ja auch in der Lego, in den Lego-Film, sage ich schon, in dem Lego-Spiel, glaube ich, so, ne? Mit den Teilen. Irgendwie sowas ähnliches war das. Genau, hier nochmal kurz der Stickerbogen gezeigt. Es ist ein bisschen was. Hauptsächlich sind das diese weißen Teile hier, die ich vorhin gezeigt hatte. Der Computer hier ist auch ein Sticker. Und auf dem Skorpion-Teil ist auch noch hier einer. Ansonsten sind es echt nur diese weißen halt, diese Umrandungen. Ob man das hätte drucken können? Ich denke ja. Warum man das nicht gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber Leute, ich würde mal sagen, das soll es eigentlich zum Set gewesen sein. Ist eigentlich auch ein schönes Displaymodell.
kann man, denke ich, sich ganz gut hinstellen. Schöne Figuren mit dabei. Gutes Set auf jeden Fall. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Schaut gerne mal bei TikTok und Instagram vorbei. Da bin ich auf jeden Fall ziemlich aktiv, bei TikTok aber ein bisschen mehr. Genau. Und dann würde ich mal sagen, macht es gut und ciao, ciao.